haben seit gewissen Zeit das Logo für die PGU Donautal, dreiteilig. Hier ist das Wasser zu sehen, das Wasser der Donau oder Schutter, Altmühl oder Uschel. Das zweite Element ist der Berg. Wir haben schöne Erhebungen wie Gammersfeld, die höchste Erhebung in der PGU Donautal mit 560 Metern, wo der Berg für uns eine Gotteserfahrung sein soll. Es ist gar, ganz und gar keine langweilige Gegend hier. Das dritte Element in unserem Logo ist dieser Pilgerweg, wo wir einfach sagen, wir haben so schöne Wallfahrtskirchen, zum Teil in Kienberg, in Mauern, so schöne Gotteshäuser, aber auch Martel am Wegesrand, so viele Stellen wie der steinerne Mann oder die Mauerner Höhlen, wo man einkehren kann, zur Besinnung kommt, übers Leben nachdenkt. Wir sind eigentlich als Pilger unterwegs, das gemeinsame Entdecken unseres Glaubens. Herzlich den Ehrengast des heutigen Tages, Dr. Notker Wolf, den ehemaligen Abtprimas der Benediktinerkonföderation in Rom, der Oberste der Benediktiner, direkter Ansprechpartner des Heiligen Vaters und vielleicht auch Berater des Heiligen Vaters, erfolgreicher Schriftsteller und Buchautor und jetzt wieder in St. Ottilien im Kreis der Mitbrüder. Herzlich willkommen in Stepperl mit einem kräftigen Applaus für unseren Dr. Notker Wolf. Wir haben auch ein Geschenk mitgebracht, nachdem wir mitbekommen haben, dass Sie in der Freizeit, die natürlich sehr beschränkt sein wird, in Ihrer Freizeit vielleicht auch mal ein Pfeifern anstecken. Und so ein Pfeifern braucht einfach Inhalt und Nahrung. Und da ist was drin, was diese Pfeife erfreuen wird. Ich werde also dann bei den nächsten Pfeifen immer wieder an eure Gemeinde denken. Sie hören schon, die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Todes. Am letzten Tage auferstanden von den Toten, aufgeladen in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Ave Maria, Ave Maria, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Amen. Zunächst ein Gruß an Sie allen an diesem wunderbaren, schönen Sonntagmorgen. Und ich finde es gut, dass wir zunächst einmal hierauf gepilgert sind. Es ist sowas wie ein geistliches Jogging. Und das können Sie gerne öfters machen.
besonders wenn sie in Nöten sind. Wenn wir in der Not sind, dann teilen wir die Not. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Liebe Schwestern, liebe Brüder, gönnen wir uns noch das Leben auch. Jesus hat gesagt, ich will, dass sie Leben haben und das Leben in Fülle haben. Das ist unser Gott. Es ist die Geborgenheit in Gott. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Mit Gott in seiner Hand sind wir geborgen. Egal, was auf uns zukommen mag, das ist auch was Schönes in der Freude, teilen wir unser Leben miteinander. Seien wir keine Egoisten, Gott war es nicht, denn er hat sich für uns geopfert. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Gehen gemeinsam hinunter und genießen diesen wunderschönen Sonntag. Bleiben Sie noch da. Schöne Gemeinschaft im Ort Steppe. Es kommen die Radlpilger aus unserer Radlwallfahrt 2018 aus Wellheim, Bertholdsheim, Stettberg, Rennertshofen, Mauern, Hütting. Und wir grüßen die Pfarreingemeinschaft Udonatal. Wir beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr unser Gott, du bist immer mit uns auf dem Weg. Wir bitten dich für alle Pilger auf dieser Erde, dass sie durch diese geistliche Wanderschaft den Sinn ihres Lebens entdecken. Nehmt die Menschen mit, unterstützt einander, helft einander auf diesem Weg. Dass wir da liebevoll miteinander umgehen, einander helfen, beistehen, einander betreuen und ein gutes Auge auf uns haben, das ist Pilgerschaft. Ich gebe das Wort unserem lieben Herrn Grafen von Moy für ein Grußwort. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer. Nochmal herzlich grüß Gott. Meine Frau und ich, wir pflegen diesen Garten, seit wir hier in Stepperg eingezogen sind. Ich liebe den Garten. Was nützt einem der ganze Besitz, wenn man ihn nicht mit Freunden teilen kann? Darin liegt die Freude und darin liegt der Nutzen, dass man so etwas hat. Deswegen, wenn Sie das jetzt noch aushalten und nicht gleich zur Brotzeit müssen, dann würde ich Sie jetzt gerne noch ein paar Meter durch den Garten durchführen und Ihnen, wenn Sie Lust haben, ein bisschen was erklären und erzählen zu den einzelnen Punkten. Grüße die Radlpilger und alle anderen. Wunderbar. Schön, dass es das klappt. Fantastisch. Hier ein kleiner Hügel. Es sollte alles irgendwie repräsentiert sein, was es in der Natur gibt. Da unten den Blick aufs Wasser.
Dafür brauchte die Kurfürstin Marie Leopoldine, die das hier angelegt hat, brauchte natürlich auch einen Hügel. Wer München kennt, der kennt den Monopterus, der steht auf einem Hügel. Die Idee von einem englischen Garten, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ist, eine Landschaft darzustellen. Ein Garten muss immer ein Ort der Sehnsucht sein. Das finde ich die wunderbarste und poetischste Beschreibung, die man dafür haben kann. Und das gilt, glaube ich, letztlich für jeden Garten, ob es ein kleiner oder ein großer, ein Kräuter, ein Blumen oder so ein englischer Park ist wie der. Gut, jetzt lade ich Sie ein, weiterzugehen, da wieder runter von die Treppen runter. Und dann bewegen wir uns nämlich langsam, aber sicher auf unsere Getränke und auf ein Stück Kuchen zu. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Kirche zur feierlichen Andacht heute mit Primizi. So ist es mir eine große Freude, den hochwürdigen Herrn Leutpriester Simon Heindl in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Maria, die Mutter des Herrn, war Johannes gegeben als Mutter im Glauben, als liebevolle Schwester und Begleiterin. Sie kann auch uns Priester- und Ordensberufe erbitten. Fern vom Treiben dieser Welt, unsere Frau vom Schwindeltal, sei gegrüßt in tausendmal. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o Heilige Gottes Mutter. Ich bin Simon Heindl, komme aus der Diözese Eichstätt, die anscheinend hier irgendwie ein paar Meter hinter der Kirche zu beginnen scheint. Mein Elternhaus steht in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz und ich bin im Moment Kaplan in Titting, das ist nicht weit Richtung Eichstätt, da wo die große berühmte Brauerei Gutmann ist und das gute Hefeweizen produziert. Kennen Sie die meisten? Ich darf Ihnen jetzt am Ende dieser Andacht als Dankeschön, dass ich kommen durfte, den Primizsegen da lassen. Wir knien. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis, dass wir mit Christus auferstehen. Halleluja! Bittet Gott für uns, Maria. Sei die Gott bei der Heiligen bei Bürger und bei der Heiligen. Segne und beschütze dich deine Stücke, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Maria breit den Mantel aus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Heilige Maria, Mutter Gottes, du Jungfrau in den Himmel aufgenommen hast. Alle Gäste aus nah und fern. An jedem Fest danken wir dir für alle Wunder deiner Schöpfung. Durch die Heilkräuter und Blumen schenkst du uns Gesundheit und Freude. Segne diese Kräuter und Blumen, sie erinnern uns an deine Herrlichkeit und an den Reichtum deines Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es gibt Menschen, die haben Angst vor der Zukunft. Dann denk an Maria Himmelfahrt. Im Himmel werden wir, liebe Gläubige, jung und schön sein. Ist das nicht eine fantastische Perspektive für alle, die an den Gebrechen des Lebens leiden, die Krankheiten mit sich herumschleppen und nicht wissen, wie es weitergehen soll? Im Himmel werden wir jung und schön sein. Freuen Sie sich darauf. Maria wurde auch mit dem Leib entrückt, weil der Leib was Schönes ist, was Positives. Und wenn ich so die Runden schaue, die Folge, die gut gefüllte, die Vollkirche, ein wunderbarer Anblick. Wenn ich so die Gesichter schaue, tolle Menschen aus unserer ganzen PG-Urtonertal. Tolle, fantastische, sympathische Menschen. Der Leib ist wichtig. Ohne den Leib könnten wir uns nicht anschauen, uns nicht begeistern füreinander. Und dieses fröhliche und frohe Erleben. Der Leib ist wichtig. Und deswegen sollen wir auf diesen Leib auch aufpassen und ihn behüten. Ich mache keine Werbung für das Fitnessstudio, sondern ich möchte, dass wir auch unseren Leib behüten. Gebt den Leib nicht der Sünde hin. Der Leib ist für Gott. Der Leib ist für die Schönheit. Er soll einmal jung und schön leuchten in der himmlischen Herrlichkeit. Seht Christus, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst und rein war, aber sprich mein Wort, so wird deine Seele gesund. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.
Als äußeres Zeichen des Segens Gottes werden die Pferde, die Reiter, die Kutschen und Gespanne mit Weihwasser und mit Weihrauch gesegnet. Heiliger Geist, Amen. Segne die Pferde, die Reiter. Welschbi. Das ist ein Welschbi. Hab wieder was Neues gelernt. Und lass sie immer wieder heil reinkommen. Der Vater, Sohn und Heilige Geist. Und wir freuen uns jetzt auf einen gemeinsamen Festgottesdienst. Herzlich willkommen zur Festmesse in unserer Wallfahrtskirche St. Leonhard. Der Herr gemacht hat, lasst uns frohlocken und sein uns freuen. Mit diesem Gruß darf ich alle recht herzlich in unserer vollbesetzten Wallfahrtskirche St. Leonhard in Kienberg begrüßen. Sagt Ihnen der Name Asia Bibi etwas? Pakistan. Die Frau wurde vor kurzem erst nach 9-jähriger Gefangenschaft aus dem Kerker in Pakistan freigelassen. 9 Jahre in Ketten für ihren Glauben. 9 Jahre. Was bringen die Christen in Pakistan für ungeheure Opfer für ihren Glauben? Das stellt mich in den Schatten. Da bin ich beschämt. Was tun wir für unseren Glauben? Andererseits ist es so, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft doch vieles selbstverständlich geworden ist. Muss man da Gott überhaupt noch dafür danken? Es gibt doch Versicherungen und es gibt für alles eine Telefonnummer. Warum brauche ich da noch Gott? Kleine Opfer bringen für unseren Glauben. Ich danke allen, die sich engagieren, die sich einbringen. Einen schönen, lichterfüllten Leonhardsfesttag. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja.
Jerusalem, du Botin der Freude. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes. Christus, höre uns. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Zu Segen und behüte euch auf dem Weg durch den heiligen Advent, der dreifaltige, allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke fürs Kommen zu früher Morgenstunde. Pfarrkirche St. Sixtus in Hütting zum 20. Weihnachtskonzert unseres Hüttinger Kirchenchores. Ich grüße ganz herzlich die Musiker, die dieses Konzert nun schon 20 Mal vorbereitet, durchgeführt und unsere Herzen erfreut haben.
unseres Pastoralrates. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute für diese Sitzung des Pastoralrates im Markttreff in Rennertshofen. Neue Möglichkeit zu schaffen, wo Kirche Leute trifft, die man sonst vielleicht nicht hätte. Das ist ein Zukunftsprojekt, wo ich auch wirklich Hoffnungen reinsetze, dass Menschen zusammenkommen, dass wir Neues entdecken. Die Schönheit unserer Landschaft und die Schönheit unseres Glaubens. Ja. Also man sieht jetzt die Baupläne von unserem neuen Pfarrheim, das momentan schon jetzt mal grob noch im Rohbau ist. Das alte Pfarrheim, wie der Herr Pfarrer Kogemus hat schon gesagt, hat leider vor 4 Jahren abgebrochen werden müssen, war Lindarm belastet, Blei belastet. Damals der Konrad hat gesagt, auf keinen Fall, es darf keiner mehr rein. Das muss gesperrt werden und dann haben wir es schweren Herzens Ende 2014 abgebrochen. Das Pfarrheim insgesamt kostet uns, so wie es jetzt da dargestellt ist, 1,7 Millionen, so ist veranschlagt. Und da ist mir ganz wichtig, Bertram Mayer, dass Sie in Augsburg das auch mitnehmen und weitergeben. Wir kriegen von Augsburg, von der Diözese, 1,1 Millionen Zuschuss für den Neubau. Und das ist also keine Selbstverständlichkeit. Danke möchte ich sagen, und zwar, das ist 7 Jahre her, wo der Herr Pfarrer Guggemoos eingeführt worden ist, im Dezember. Und da hat der Herr Altbürgermeister, jetzt Altbürgermeister Ernst Lebert, so einen Satz gesagt, der sich bei mir so komischerweise eingeprägt hat. Das war kurz vor Weihnachten. Und dann hat er gesagt, dass der Pfarrer Guggemoos jetzt zu uns kommt, das ist wie wenn das Christkind kommt. Und ich möchte wirklich jetzt sagen, für mich ist das nach wie vor immer noch so, wenn ich sage, wir haben einfach Glück gehabt. Wir haben einfach Glück gehabt, dass wir den Pfarrer Guggemoos als Pfarrer gekriegt haben. Und das können wir nach Augsburg auch mitnehmen. Wir möchten dann nicht mehr hergehen. Wir brauchen den noch. Danke. Jetzt hätten wir einfach so die Frage von meiner Seite aus, und Sie können das später dann auch ergänzen. Was haben Sie als Visitator für Tipps für uns als Pfarreiengemeinschaft? Wie können wir den Blick noch füreinander stärken? Wie können wir die Zusammengehörigkeit noch stärken? Das Miteinander, dass wir als PG Urdonautal unterwegs sind. Das Erste ist, was ist überhaupt eine Pfarreiengemeinschaft? Also Pfarreiengemeinschaft ist nicht, dass alle einzelnen Mitglieder dieser Gemeinschaft von Pfarreien fusionieren müssen. Also Fusionitis wird, so wie das jetzt aussieht, bei uns nicht ausbrechen. Kirchliches Leben vor Ort soll auch bleiben. Und gleichzeitig geht es aber darum, noch besser zu kooperieren. Man muss nicht in jedem Dorf alles machen. Oder wenn sich ein paar Dörfer zusammentun oder Marktgemeinde mit Dörfern, wenn sich da was findet, etwa in der Bibelarbeit oder Atempausen. Also das sind keine Massenbewegungen. Und da ist es manchmal gut, zusammen etwas zu machen.